Mein Name ist Alexandra Höfer vom Blumenservice Die Blumenwerkstatt. Heute möchte ich gern eine Vase füllen mit Zweigen, mit Efeu und mit der Ranunkel. Auf dem Spaziergang oder auch im Garten vom Obstschnitt oder wenn man die Sträucher jetzt zurückschneidet, hat man ganz viele Zweige übrig. Oder eben auf dem Spaziergang kann man sie auch finden. Wir schneiden uns erstmal die Zweige zurecht, so wie wir sie möchten von der Höhe und von der Größe. Also es ist nicht wichtig, dass sie gleich hoch sind, sondern die dürfen wirklich in verschiedene Höhen sein, so wie es einem wirklich gefällt. Dann werden die Zweige einfach nur in das Gefäß willkürlich reingestellt. Und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache, dass die sich dann ineinander verhaken und verkeilen. Und durch das haben wir dann einfach ein Gerüst, wo wir nachher dann die Blumen reinstecken können. Was wichtig ist, dass wir kein Wasser reingeben vorher jetzt. Also wäre natürlich jetzt sinnvoll Wasser rein und dann hat man alles, gell? Aber durch die Zweige, wo wir reinstecken, haben wir eben immer wieder ein bisschen Rindenstückchen, wo sich unten am Boden dann ansammeln. Und die würden das Vasenwasser dann einfach verdrecken. Und deswegen halten die Blumen, oder die Blumen halt, ist die Haltbarkeit der Blumen geht einfach dann verloren durch diese Rindenstückler im Vasenwasser, wo eben Bakterien daraus sich bilden können. Man kann auch jede andere Vase hernehmen. Man kann jetzt auch eine konische Vase nehmen, man kann auch ein größeres Gefäß nehmen. Also da kann man wirklich schauen, was einem gefällt, was man vielleicht dann immer schon dachte, ach, mit der Vase kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Für den Strauß ist sie zu groß und bloß irgendwas reinstellen möchte ich auch nicht. Vielleicht, dass man es mal mit sowas ausprobiert dann. Und eben versuchen, einfach die Zweige ineinander wirklich zum Verkeilen, dass die eben einfach ein gutes Grundgerüst dann nachher bieten. Dann braucht man auch gar nicht so viel Blumen, wo man dann eben mit reinstecken kann und kann lieber dann immer wieder mal eine austauschen. Und es eignen sich ja alle Stücke von dem Zweig. Also es eignen sich dicke und dünne, wobei jeder sagt, zerst die dicken rein und wenn die dünnen dann auffüllen, dann tut man sich leichter. So, jetzt ist es eigentlich ganz gut gefüllt. So. Ein bisschen festhalten würde ich, dass dann doch nicht irgendwas rausfällt und dann können wir einfach mal klopfen, dass eben die Rindenstückler alle rauskommen. Dann füllen wir das Wasser auf. Was wichtig wäre, das Wasser einfach dann täglich auszuwechseln, weil sich halt doch immer wieder mal was im Vasenwasser oder von den Rindenstückler was ab oder von der Rinde was abbricht und sich dann immer wieder sieht auch unschön aus Wasser, das muss man auch sagen mit der Zeit dann. Also täglich Wasser wechseln wäre super. Muss auch gar nicht so viel Wasser drin sein, ich sage jetzt mal höchstens 5-6 cm reicht. Lieber öfter oder jeden Tag eben frisches Wasser reingeben, bewirkt genauso viel. Die Ranunkel mag jetzt eigentlich auch nicht so viel Wasser, also daher eher dann lieber auffüllen. Schräg anschneiden mit dem Messer, dass sie einfach gut Wasser aufnehmen kann. Und dann kann man die einfach schon so ein bisschen dazwischen klemmen, zwischen die Zweige, dann hält die sich auch. Mir reichen jetzt zwei. Ich finde es einfach so schön, dass sie einfach, weil wenn die aufgehen, haben die wirklich einen riesen Kopf. Also geht zum Floristen und in die Gärtnerei, holt euch die Ranunkeln, jetzt haben wir alle wieder auf und holt euch ein bisschen der Frühling nach Hause. Efeuranken habe ich noch mitgebracht. Auch anschneiden. Was wichtig ist beim Efeu, einfach die unteren Blätter wegmachen, dass sich auch keine Fäulnisbakterien im Wasser bilden können, wenn die Blätter eben mit dem Wasser in Berührung kommen. Anschneiden ist wichtig, dass er sich einfach gut hebt, der Efeu. Und dann eben auch einfach nur ein bisschen zwischen die Zweige klemmen.
Und ich finde es einfach schön, dass einfach der Efeu dann ein bisschen die Verbindung zwischen Gefäß und die Zweige wiederherstellt. Den können wir wirklich dann so ein bisschen einklemmen zwischen die Zweige. Wenn es nicht halten sollte, einfach ein Stückchen Draht nehmen oder ein Band nehmen und mit dem einfach an ein paar Äste befestigen, dann hält er auch. Und so braucht man eigentlich gar nicht viel von die Blumen her. Das Efeugerüst kann man eigentlich auch wahrscheinlich also länger lassen. Also das sieht man, dass der Efeu einfach sich gut hält. Dass man eher dann vielleicht Blumen vorher austauschen müsste, bevor man den Efeu dann nochmal austauscht. So, und fertig ist unser Gesteck. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!